Seid recht herzlich von der Fensterbank zu einem neuen und dem letzten Vlog in diesem Schuljahr gegrüßt. Ich dachte, ich spreche dieses Jahr noch an. Vielleicht wollt ihr es im nächsten Jahr dann ja anders machen. Ich bin früher von der Schule nach Hause gekommen. Es gab was zu essen. Oder wenn ich spät Schule hatte, dann gab es nichts mehr zu essen. Hausaufgaben, wenn ich dann noch Hausaufgaben hatte. Und dann hatte ich Freizeit. Das war Montag bis Freitag so. Am Wochenende manchmal musste ich was lernen für eine Klassenarbeit oder mein Referat vorbereiten oder so. Aber Hausaufgaben am Wochenende? Allerhöchstens, wenn es so viel war, dass ich nicht mehr rechtzeitig am Freitag fertig gekriegt habe oder wenn ein Termin anstand am Freitagnachmittag und ich es halt nicht mehr geschafft habe. Aber regelmäßig am Freitag heimkommen, Hausaufgaben machen, Wochenende. Und ich finde das die logischste Art, das zu machen. Aus genau einem Grund. Montag bis Freitag hat man ja Schule, wenn jetzt nicht gerade Ferien sind. Da ist so oder so, da ist Unterricht, da muss man sich mit Schule beschäftigen. Macht jetzt ja nicht immer Spaß, aber man muss halt. Da kriegt man auch Hausaufgaben auf. Samstag, Sonntag, kein Unterricht, keine Schule, alles ruhig. Also prinzipiell die schöneren 2 von 7 Tagen in der Woche. Wenn ich meine Hausaufgaben gleich mache, habe ich 2 Tage frei, Samstag und Sonntag. Wenn ich das mache, was die meisten von euch machen, nämlich meine Hausaufgaben erst am Sonntagabend machen, habe ich nur einen Tag ohne Schule, nämlich den Samstag. Am Sonntag habe ich zwar keinen Unterricht, aber ich mache ja trotzdem was für die Schule, obwohl ich es nicht müsste. Also keine Lust auf Schule, aber trotzdem freiwillig an 6 Tagen in der Woche Schule machen, obwohl man es auch an 5 machen könnte. Finde ich irgendwie eine komische Herangehensweise. Ich glaube, so habt ihr auch noch nie drüber nachgedacht. Ich hatte am Wochenende frei und ich habe es geliebt. Wie gesagt, es waren Ausnahmen, wenn ich mal Hausaufgaben nicht rechtzeitig geschafft habe, dass ich am nächsten Tag oder am Sonntag dann nochmal was machen musste oder wenn ich lernen musste. Aber zu sagen, ich komme am Freitag aus der Schule heim, schmeiße meine Tasche in die Ecke, ich habe jetzt 5 Tage lang geackert, jetzt mache ich erstmal nichts, das kam nicht in Frage. Allein die Vorstellung, dass ich dann das Wochenende ausklingen lassen muss, indem ich nicht gemütlich am Sonntag nochmal irgendwo hingehe zum Grillen oder mit Freunden was mache, sondern sagen muss, sorry, ich muss jetzt nach Hause, ich muss Hausaufgaben machen. Wenn ich sie am Freitag schon erledigen könnte, völlig absurd. Ich mache das doch jetzt, wie die meisten Erwachsenen auch. Wochenende, Samstag, Sonntag, mache ich nichts. Gut, heute jetzt schon. Aber heute war mir nach diesem Vlog. Das ist das Schöne an der Selbstständigkeit. Man kann auch mal so, wie man will. Dass man als Schüler, der keine Lust hat, dann auch noch sagt, ich mache es mir schwerer, als ich es müsste, verstehe ich nicht. Das sehe ich so schön an meiner YouTube-Statistik. Also zum einen merke ich es, weil am Freitag und am Samstag kriege ich fast keine Kommentare und am Sonntag geht es wieder los. Teilweise um Uhrzeiten, spät abends, wo mir dann jemand sagen will, ja, ich fange jetzt mit den Hausaufgaben an. Wo du eigentlich schon längst im Bett sein solltest, nicht weil Mama und Papa das sagen, sondern weil das für den Biorhythmus sinnvoll ist. Wahnsinn! Gibt es aber auch so eine lustige Grafik, wo man dann sieht, wann die Zuschauer so aktiv sind. Ja, ist auch eindeutig. Freitag, Samstag, fast gar nichts und am Sonntag geht es wieder los. Und dann Montag bis Donnerstag, da ist so das meiste. Aber ich habe auch nicht verstanden, warum manch einer so spät anfängt, sich auch die Hausaufgaben nicht zumindest am Freitag nochmal anguckt, um zu beurteilen, wie lange wird es wohl dauern. Also, wenn ich weiß, ich muss einen 4-seitigen Aufsatz schreiben, dann kann ich da schon mal 2 Stunden für einplanen. Wie man dann auf die Idee kommen kann, am Sonntagabend um 6 damit anzufangen, überhaupt mal die Hausaufgaben zu machen. Da bist du schon mal 2 Stunden mit dem Aufsatz beschäftigt. Da hast du noch keine Mathehausaufgaben, noch keine Englischhausaufgaben und was sonst noch so ansteht, alles nicht gemacht. Zumindest mal gucken und feststellen, hey, diese Woche habe ich echt viel auf, es ist vielleicht sinnvoll, ich fange früher an. Meinetwegen dann auch am Sonntag. Dann hast du nicht das Problem, bis in die Puppen Hausaufgaben machen zu müssen, was ja nur noch viel länger dauert, weil du dich spät abends eh nicht mehr richtig konzentrieren kannst, wenn du müde bist. Also diese Einteilung von Zeit, die kriegen manche Schüler wirklich gar nicht hin. Und ich finde, da sollte man selber auch mal so ein bisschen üben und mal Sachen ausprobieren und merken, hey, jetzt bin ich schon wieder ewig am Sonntag mit den Hausaufgaben beschäftigt gewesen. Vielleicht muss ich mal bei mir was ändern. Nicht über die Lehrer meckern, die so viel Hausaufgaben aufgeben, sondern mal überlegen,
wenn ich früher anfange, bin ich ja auch früher fertig. Oder eben die andere Option zu wählen, nicht zu warten bis am Sonntagabend. Am Freitag haben ja die meisten Schüler keinen Nachmittagsunterricht mehr. Auch Ganztagsschüler, oder zumindest haben sie früher Schule aus als an anderen Tagen. Nutzt es doch. Ich verstehe euch ja, wenn ihr sagt, ja, aber genau das ist es ja, da bin ich mal früher zu Hause, da kann ich mal den Rest zum Tag nutzen. Okay, aber das kannst du ja am Samstag und am Sonntag auch. Oder? Also, da ist ja keine Schule. Wer dann sagt, ja, am Freitag und am Samstag darf ich aber länger aufbleiben, weil ich am nächsten Tag nicht früher aufstehen muss, verstehe ich auch. Aber länger aufbleiben heißt ja dann nicht zeitgleich auch wieder, dass man keine Hausaufgaben machen kann. Also ich finde, das ist mir so fremd zu sagen, ich schiebe das auf bis kurz vor knapp. Das Einzige, was ich nachvollziehen kann, ist, dass man sagt, wenn ich das am Freitag schon meine Hausaufgaben mache, habe ich bis Montag wieder vergessen, was ich da eigentlich gemacht habe. Ja, das Problem kenne ich, das hatte ich allerdings nicht über so einen langen Zeitraum. Das hat bei mir gereicht, ich habe am Montag Hausaufgaben gemacht und am Dienstag wusste ich schon nicht mehr. Nur man könnte ja, bevor die Hausaufgaben dann im Unterricht besprochen werden, mal ganz kurz reingucken, was man da echt gemacht hat. Das ist ohnehin sinnvoll, macht nicht jeder, habe ich auch selten gemacht. Aber wenn halt dann die Hausaufgaben anstanden und man musste was vorlesen oder Fragen beantworten, muss halt nochmal eben nachlesen. Aber weiß nicht, war bei uns gang und gäbe, dass jemand sagt, Entschuldigung, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich geschrieben habe, ich muss es mal selber lesen. Das ist aber eher was Menschliches. Also gut, hat auch was mit Vergessen zu tun, aber trotzdem, wenn du halt zig Hausaufgaben machst und du hast danach noch andere Sachen und Schule steht halt nun mal meistens nicht ganz oben im eigenen Hirn, so, oh, da muss ich mir merken, was ich hier aufgeschrieben habe, ist es schon nachvollziehbar, auch für Lehrer. Insofern finde ich es etwas schwach zu sagen, ja, ich habe das dann bis Montag wieder vergessen. Das ist wie das Argument, ich muss einen Tag vor der Klassenarbeit lernen, sonst weiß ich es bis zur Klassenarbeit nicht mehr. Das ist nicht Lernen. Lernen heißt, du hast es dir gemerkt. Wenn du es dir nicht merken kannst, hast du es auch nicht gelernt. Also vielleicht würde ich euch empfehlen, probiert es doch im nächsten Schuljahr mal andersrum. Nicht einen Tag in der Woche komplett schulfrei und dann 6 Tage in der Woche was für die Schule machen, sondern 2 Tage frei machen. Sie sind ja da zum Freimachen. Und den Freitag nutzen, wo ja eh schon Schule ist, um die Hausaufgaben zu erledigen. Ich hatte immer entspannte Wochenenden, bei denen ich am Sonntagabend noch in aller Ruhe meinen Sonntagabend genießen konnte, ohne dann zu sagen, sorry, ich muss jetzt gehen, ich muss noch Hausaufgaben machen. War dann schon der Gedanke, Entschuldigung, ja, man denkt ja immer, oh, da macht jemand Erklärvideos. Mann! Der geht ja gern zur Schule. Na, nicht unbedingt. Also jetzt ja eh nicht mehr. Ich bin ja längst ausgelernt. Aber so toll fand ich es jetzt auch nicht immer, zur Schule zu gehen. Ja, ich halt auch gern frei. Am liebsten Pause und Feierabend und Ferien. Aber ich habe es mir jetzt auch nicht unbedingt schwerer gemacht, als es ohnehin schon war. Also ich kann es euch empfehlen. Ich hatte schöne Wochenenden. Und ich glaube nicht, dass das so gewesen wäre, wenn ich wie manch andere in meiner Klasse oder im Freundeskreis, das fand ich mal unglaublich, da bist du so richtig schön gechillt, liegst im Schwimmbad rum oder weißt du Geier und dann kommt so, ich muss jetzt gehen. Um 4. Warum? Sonne ist noch da, ey, ich dachte, wir schwimmen noch mal. Nee, ich muss noch Hausaufgaben machen. Und dann hattest du ernsthaft diese 2 Lager, also gerade im Schwimmbad auf den Handtüchern, die dann gesagt haben, oh, wieso machst du die nicht einfach am Freitag? So wie wir alle hier. Dann erhebt sich noch jemand, ja, ich muss auch noch Hausaufgaben machen. Echt, ey. Was haben sie allen den Spaß? Und wenn die dann weg sind, dann kriegst du also bei Mädels zumindest, dieses Lästernlose. Wie kann man nur? Die macht man am Freitag. Dann hast du 2 Tage frei. Das war echt so. So völlig nicht klar. Es hat jeder verstanden, wenn man gesagt hat, hey, ich muss noch lernen. Ich schreibe nächste Woche eine Klassenarbeit. Oh, alles klar. Viel Erfolg. Aber wenn man gesagt hat, ich muss noch Hausaufgaben machen am Sonntagabend, ey, das kam, ne. Da bin ich definitiv von einem ganz anderen Schlag. Ich habe die Sachen gleich erledigt. Und das mache ich prinzipiell auch bis heute noch, wenn das geht. Auch heute gibt es Momente, da geht es halt einfach mal nicht. Aber aus Prinzip sagen, nö, ich mache das erst übermorgen, weil was weiß ich, ne. Also lieber genieße ich 2 freie Tage, als mir freiwillig einen Arbeitstag reinzudrücken, wo eigentlich keiner ist. Und Schule ist ja in dem Sinne auch was wie Arbeit, weil ihr habt ja festgelegte Zeiten, wann das stattfindet. Also, im alten Schuljahr wird es vielleicht ein bisschen eng, das mal auszuprobieren. Könnt ihr machen. Im neuen Schuljahr würde ich euch empfehlen, probiert es doch einfach mal aus.
es ist sehr schön, wenn man 2 freie Tage in der Woche hat. Macht auch weniger Stress. Ciao und schöne Sommerferien für alle, die jetzt schon Sommerferien haben, und für alle anderen, die noch warten müssen, trotzdem schöne Ferien. Tschüss.